So, und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer, ja, neunten weiteren Folge von Let's Play Shadow of the Tomb Raider. Wir stapfen gerade gemächlich durch den Schlamm und treffen Hakan jetzt bei dem Dorf. Ich bin gespannt, wie jetzt die Geschichte weitergeht, weil die Story oder die Nebenquest heißt ja zwei Gräber. Ja, ist die Frage, um was für Gräber es sich hier handelt. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Mit dem Satz beginnt sie gefühlt jede Folge bei mir. Aber hey, was soll's? So, was bist du für ein Tier? Du bist ein Tierchen, ja. Da hinten? Waren wir da hinten schon mal? Ich dachte, das verlassene Dorf, da war ich jetzt gerade. Aber scheinbar nicht. Scheinbar gibt es nur ein verlassenes Dorf hinter dem verlassenen Dorf. Oder es ist einfach nur irgendwas. Hier gibt es doch safe noch Sachen zum Looten. Vielleicht kriege ich da noch die Sachen zum Looten zusammen. Das wäre natürlich Premium. Hakan! Hakan, bist du? Hier durch, schnell! Lara, lauf! Ach komm. Ah, jetzt kannst du deinen Freund sterben sehen. Wartet. Vielleicht gibt's eine andere Lösung. Lara, richtig? Ich höre. Ein Pakt. Du tust etwas für uns und dein Freund lebt. Einfach so? Warum? Weil du mich beeindruckst. Du hast seit deiner Ankunft in Paititi viel Einfallsreichtum bewiesen. Lara, tu's nicht. Gib sie ihm nicht. Was willst du dann? Den Gottesmörder natürlich. Darum seid ihr doch hier. Hör nicht auf ihn. Die Herausforderung kam von Amaru selbst. Wer den Gottesmörder besitzt, darf um seinen Thron kämpfen. Hat dein Freund dir nicht gesagt, worum es geht? Interessant, aber nicht mein Problem. Dort wartet deine Herausforderung. Bring mir den Gottesmörder und dein Freund bleibt am Leben. Ja oder nein? Lara? Wenn er bei meiner Rückkehr auch nur einen Kratzer hat, sterbt ihr alle. Spar dir dein Draufgängertum lieber auf. Wow, ich hätte nicht damit gerechnet, dass sowas jetzt kommt. Also ich dachte, das wäre so wieder so eine Standard-Quest, die einfach nur langatmig ist und so. Aber das ist ja mal ein richtiger Plot-Twist hier. Das ist ja Wahnsinn. Hat sich ja doch gelohnt, hier die Spannung aufrechtzuerhalten. Und ich wurde positiv überrascht. Stand jetzt. Mal schauen, was da noch folgt. Aber wo soll man denn hin? Da hinten, okay. Natürlich muss ich jetzt den ganzen Weg wieder zurück. Hey, schön. Ha, wenn ich überlege, wie viel, also jetzt mal von Rätseln abgesehen, wie viel Zeit ich in das Spiel investiert habe, allein um irgendwo hinzulaufen, wo ich was zu machen habe oder holen muss. Ich meine, klar, wenn du halt die Kletterpartien und sowas, das gehört halt dazu. Das ist, ne, verständlich und so. Aber diese anderen Sachen alle, die. Ja, klasse. Wuffies, da habe ich jetzt richtig Lust drauf. Aber da müssen wir wohl durch. Du kannst jetzt nicht ran, zufällig deine Waffen auspacken und. Nö, kannst du nicht. Scheiße. Gut.
Machen wir es halt so. Ich hasse das. Ich will euch doch nicht wehtun, aber was will ich denn machen? Ihr greift mich an, ich wehr mich. Ich meine, ihr würdet mich auch töten. Cool, ich kann mich wahrscheinlich gar nicht looten, alle. Na doch. Das sind nicht alles die gleichen Wölfe hier. So. Noch jemand ohne Fahrschein. Och, warum die Gold haben? Boah, das sind halt reiche Wölfe. Was willst du machen? Kann ich mir hier noch was snacken? Jo, das snacke ich mir auch noch. Na nö. Ach ja, wieder sowas. Da schauen wir jetzt mal. Das ist mal wieder wahrscheinlich eine Kletterpartie. Herausforderung mit viel Klettern und Rätsellösen. Werden wir sehen. Ich sehe Munition. Ist das ein gutes Zeichen? Ich glaube nicht. Kann ich nicht herstellen. Das ist die Erschütterungsmuni. Die können wir mal herstellen. Wenn ich die jetzt wahrscheinlich nicht groß brauchen werde. Aber wer weiß. Also was? Die wollen den Dude herausfordern, oder was? Na, dann bin ich mal gespannt. Ich bleib mal bei der Shotgun. Ja, was zum Lesen. Es zeigt zahlreiche Krieger, die sich einer Prüfung mit Wasser und Feuer stellen. Und hier, am Ende, wartet der Preis. Das muss der Gottesmörder sein. Ich spüre Loot. Das Wasser ist voller Piranhas. Kein Problem. Einfach nicht ins Wasser gehen. Oh. 10.000 IQ. Die Musik ist cool. So ein schöner Chor im Hintergrund. Was wohl passiert wäre, wenn ich die andere gemacht hätte? Verdammt, der Boden sinkt ab. Ich muss zu dem Kloster. Das Tor blockiert das Floß. Ich muss es irgendwie aufkriegen. Das war knapp. Du musst es aufkriegen. Oh nein. Natürlich. Nur ein Tor zu öffnen wäre auch viel zu einfach. Genau, genau. Endlich sagt's mal jemand. Ich muss vorsichtiger sein. Ja. Wow. Wenn ich auf dem Floß bleibe, passe ich nicht durch. Wodurch? Das ist wild hier. Ach, wieder die Äffchen. Okay. Mist, noch eine Engstelle. Links, rechts, links. Ich sehe mich beim Linken. Okay, ich hatte gerade Lex. Das war nicht so geil. Ja, natürlich. Jetzt müssen die ja noch anfangen zu laufen. Klar.
Alter, das ist ja... Das ist mal cool, ganz ehrlich. Gibt schlimmere Sachen. Es ist richtig beschissen, wenn man das machen muss. Unglaublich. Das Tor ist riesig. Man muss es irgendwie öffnen können. Oh, dann machen wir mal hier mal einen schönen Jump rüber. Da ist noch ein Weg, der tiefer in die Struktur hineinführt. Muss ich mich jetzt wieder beeilen? Muss ich das Schloss selbst? Das Schloss hängt wieder fest. Okay, es hängt fest. Konzentration, Lara. Du findest eine Lösung. Ja, jetzt erstmal ganz entspannt, ne? Also, das Problem ist, das Floß hängt hier fest. Soweit so klar. Boah. Das ist nicht geil, wenn es da rutschig ist. Das ist nicht geil, wenn es da rutschig ist. Was halt so. Es hat geklappt. Nur noch eins. Ja, aber dahin gab es doch safe noch was. Ja, die Piranhas kriegen mich perfekt. So nie. Jetzt kommt das Floß wieder in Bewegung. Ja, das Floß kommt in Bewegung und ich auch, so wie ich das sehe. Klingen. Warum müssen es immer Klingen sein? Oh Scheiße. Vielleicht öffnet es sich genauso wie die anderen. Ich muss hier weg. Die Plattformen sinken ab. Ja, aber wo willst du hin? Wo? Ich kann hier nicht weg. Mal, was dich tötet. Das ist nicht mal ein Piranha zu sehen oder so. Bin ich da richtig gewesen? Wie komme ich hier denn weg? Kann ich mich rüberschwingen? Also ich kann theoretisch mit dem Teil darüber. Ich muss hier weg. Die Plattformen sinken ab. Oh ja, du machst das schon, ne? Ach! Piranhas. Hey, wo kommen die denn jetzt her? So, das eine haben wir schon. Nun? Ah. So funktioniert der Spaß also. Okay. Hier ist Endstation, oder? Okay, erstmal Pfeile. Und was lesen. Sehr schön. Es zeigt einen Sterblichen, der einen Gott mit einem Bogen tötet.
Er nimmt seine Krone an sich und besteigt den Thron. Es ist der Gottesmörder. Ich muss ganz in der Nähe sein. Oh, also vielleicht ein schöner Bogen. Story abgeschlossen, aber Herausforderung eines Gottes. Jo. Hier kann ich irgendwas mitmachen. Ich weiß nicht was, aber ich kann was damit machen. Endlich. Da drin muss der Gottesmörder sein. Ja, okay, cool. Gehen wir erstmal woanders hin. Warum sollte ich darüber hin können? Kann ich darüber überhaupt hin? Nein. Okay, dann hat sich schon geklärt. So wie ich das sehe, muss ich hier Wasser ablassen. Da darf ich mich. Ich darf mich bewegen. Sehr freundlich. Warum kriege ich so viel Munition? Das stört mich. Ja, weiß jetzt, was passiert, ne? Der Boden sieht nicht so stabil aus. Das sieht aus, als könnte er wegfahren. Naja, schauen wir mal. Ich muss einen Weg finden, das Tor zu öffnen. Ja, wie könnte das wohl gehen? Ja, das habe ich schon gedacht, dass das passiert. Das Becken leert sich. Ich muss einen Sicherheitsmechanismus aktiviert haben. Ein Sicherheitsmechanismus. So. Noch mehr Gefahren. Ich muss wachsam bleiben. Musst du. Klasse. Cool, sie stirbt instant. Gut zu wissen. Also. Okay, ich muss die Dinge dann im Drehen kriegen, oder was? Das Becken leert sich. Ich muss einen Sicherheitsmechanismus aktiviert haben. Da ist nicht so ein Teil drin. Noch mehr Gefahren. Ich muss wachsam bleiben. Eins. Toll! Ich muss vorsichtiger sein. Was willst du hier machen? Das Wasser, durch, drauf. Sie verbrennt einfach. Cool. Also das Feuer killt mich. Wortwörtlich. Das ist nicht so geil. Das Floß lässt sich bestimmt irgendwie lösen. Ich kann dir auch sagen, wie das geht, aber ich gehe dann halt drauf, ne? Ich muss so eine Pfeilverschwendung. Das Becken leert sich. Ich muss einen Sicherheitsmechanismus aktiviert haben. Ja, musst du wohl. Noch mehr Gefahren. Ich muss wachsam bleiben. Toll. Boah, war das knapp. Oh nein. Ich weiß nicht, ob das die Lösung ist. Toll. So geht das.
Ach, die Dinger sind da drunter. Leck mich doch am Arsch. So funktioniert der Bums. Das muss man erstmal wissen. Oh, wird immer enger. Ja, natürlich gehen da jetzt noch Stacheln hoch. Klar! Das ist wahrscheinlich Endstufe, was ich hier gerade mache. Ja, ja, wow. Oh nein. Boah. War ein bisschen zu knapp für meinen Geschmack. Okay, das ist... Stell dir mal vor, die Munition geht ja einfach aus. Hm. Und die nächste Runde. Es geht weiter. Ja. Es geht nicht weiter. Irgendetwas blockiert den Turmmechanismus. Ich muss rausfinden, was. Falsche Richtung. Hm, was könnte den wohl blockieren hier? Wie auch immer das da hinkommt. Ich hab's. Und jetzt kannst du nach oben klettern. Ja, das wird ja ein Spaß. Wie kletter ich hier denn wieder hoch? So. Hä, hey, du hast doch noch dein... Ja gut, vielleicht hier. Such den Rand oben. Das ist ein Rand oben. So, nur. Okay. Lass mal da drauf gehen. Gibt das hier was? Haben wir jetzt nichts Ungewöhnliches im Gegen, hoffentlich. Ah ja, ich sehe schon. Da gibt es schon irgendwo ein Ding, wo man rüberspringen kann. Das da drüben sieht sehr nach Rüberspringen aus. Oh, das sieht auch sehr nach Stacheln aus. Ich muss nach außen, weil außen Ränder sind. Oh Gott. Ja. Oh, alter Schwede. Ja, schon fast wieder abgeschmiert. Zum 100.000. Mal. Du kannst dich hier bestimmt nicht hochziehen. So, ganz gemütlich hochklettern. Jetzt hier noch was. Auf geht's. Da bin ich mal gespannt, was das jetzt für eine besondere Waffe ist. Rückenschaft freigeschalten. Wasserkraft. Sie erhalten beim Plündern von Gegnern mehr Goldstücke. Hä? Mal sehen, worum hier alle kämpfen. Ah. Geschafft. Ja. Und du musst der Gottesmörder sein. Ein Bogen, dachte ich mir schon. Kannst du mir jetzt einfach einen von deinen 50 anderen Bögen die Hand drücken? Wir behalten den. Wäre doch voll die Idee. Das merkt er bestimmt nicht, dass der getauscht wurde. Auf keinen Fall merkt er das. Okay. Gehen wir mal zu Hakan zurück.
und schauen mal, was die inzwischen mit ihm angerichtet haben. Ich meine, der wird ja hoffentlich noch ein paar Finger haben. Die Zehen leben hoffentlich auch noch. Und wir erkennen, dass er es ist. Das wäre auch schon mal eine große Hilfe, würde ich sagen. Mal sehen. Ach. Gerade zwischen den zwei, also zwischen der und der letzten Folge, das Wasser frisch gemacht, ne? Was ist frisch gemacht? Frische Flasche Wasser geholt. Frisch aus dem Kühlschrank. Es ist so viel angenehmer, frisches, kaltes Wasser zu trinken, als warm. Zimmertemperatur. Natürlich mit Blub. Muss ja sein, mit Blub. So, moin, ich hab da was. Ihr seid weg, ne? Hallo? Ich habe hier eine Lieferung für einen gewissen Mörder, Vorname Gottes. Ah, die Verstärkung. Gott sei Dank. Jo. Als ob der kugelsicher ist, der Helm. Loot? Loot. Dann halt nicht Loot. Gut. Die sind mal wieder abgehauen. Immer das gleiche mit denen. Da muss ich lang. Gibt es denn da sonst noch was? Nur noch Wände und wo man sich verstecken kann. Ich habe jetzt nichts vergessen, ne? Oder vergessen, übersehen, ich hoffe nicht. Komm, springt man da mal hinterher. Laden wir die Waffe nach. Bis zur Brücke vorkämpfen. Warum vorkämpfen? Das ist doch keiner. Keinen herstellen. Schade. Ich darf meinen herstellen, habe ich Gift mitgenommen. Machen wir halt das da. Können wir das testen? Cool. Das geht, aber warum soll ich nicht. Das war ein lautloser Killer, ah, ja. Warum sollte ich den nicht einfach gleich töten? So, wenn der schon auf der Reichweite ist, dass ich mit der Shotgun treffe. Ich meine, klar, vielleicht erwischt er mit zwei Leuten. Mit der Shotgun würde ich vielleicht sonst nur einen töten. Oh, die wissen selbst nicht, wo ich bin. Alles klar. So, noch einer. Die treiben sich raus. Ja, habe ich schon mal erwähnt, dass ich das die Kämpfe hier nicht so wirklich mag. Ich glaube nicht. Loot den doch, verdammte Axt! Ich drück doch schon eine E. So, gut. So.
sie kommen. Scheiße! Hakan! Mach dich bereit! Jo, darauf kommen die nie. Achso, ich sollte vielleicht mal draufhauen. Ja, das wäre vielleicht eine Idee. Ich dachte, das macht die jetzt einfach. Ciao! Mit dem geht's nicht ganz so gut, glaube ich. Weiß nicht, wie ich drauf komme. Es tut mir leid. Warum hast du gelogen? Weil ich mich für die Wahrheit schäme. Welche Wahrheit? Dass es nie ein verstecktes Kultnest gab? Dass du nur den Gottesmörder wolltest, um Amaru zu töten? Ja, weil er mich gezwungen hat, meine eigene Frau zu töten. Er war schuld daran. Sie wollte uns verraten, die Zukunft unserer Tochter riskieren. Ich habe Atzi geliebt, aber der Kult war stärker. Du hast sie getötet. Ich habe sie befreit. Und bald sind wir wieder vereint. Ohne seinen Einfluss. Und Kayara? Was wird aus deiner Tochter? Für sie ist gesorgt. Bei Chaska ist sie sicher. Sie wird stark werden. Und gütig und anders als ich. Hast du es gehört? Ich wusste es. Ich habe ihn lang dafür gehasst. Aber meine Schwester war krank. Sie wusste, dass der Kult sie vergiftet hatte und konnte nicht entkommen. Ich... Es tut mir leid, Aaron. Schlaf jetzt, Bruder. Geh einfach zu ihr. Danke, Lara, für alles, was du für meine Familie getan hast. Nimm ihn, falls du je die Chance bekommst. Neue Ausrüstung erhalten. Schlangenbiss. Gottesmörder. Mörder. Drachenschuppen. Neue Ausrüstung. Die ganze Welt ist blind. Errungenschaft freigeschalten. Ich habe relativ viel Stuff bekommen. Ja. Wir sind abgeschlossen. Na, Gott sei Dank. Ich habe jetzt nur noch an Missionen... Moment, bevor ich eine falsche Aussage mache. Hammer, 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 Hammer. Ah, das müssen wir noch... Ja. Okay. Ich habe noch eine Nebenmission offen, Tatsache. Das ist deswegen wollte ich nochmal schauen. Wir müssen noch mal Bericht erstatten in der Schädelhöhle. Und... Wenn wir das getan haben, haben wir nur noch die Hauptmission und die Mission, die wir nach der Gesamtstory machen sollen. Ich verstehe noch nicht so ganz, wie die da ist, aber ich schätze mal, das ist dann noch ein Freundschaftsdienst, der dann geleistet wird. Ich weiß es nicht genau, keine Ahnung. Woher soll ich das auch wissen, ne? Ich meine, wir sind ja noch nicht so weit. Aber ich werde jetzt mal noch gucken, also ich mache jetzt eh Aufnahmenpause, schaue ich dann mal nächstes Mal, eventuell, ob ich finde, wo man noch die ganzen anderen Collectibles finden kann. Also, es gibt im Internet ja Karten dafür, weil ich meine, ich habe halt entweder die Wahl, ich suche mir einen Wolf und dann brauchen wir noch 50 LP Folgen halt, ne, bis wir das haben. Oder ich gucke, ob ich es im Internet finde. Ist zwar ein bisschen gecheatet, ja, verstehe ich, ist, ja, ist so, tatsächlich, aber ich würde die ja schon gern mitnehmen. Und normalerweise, die meisten Sachen haben wir auf Karte bekommen, aber halt nicht alles, und daher, ich schaue mal, ob ich da was finde. Vielleicht mache ich das auch als
besonders gekennzeichnete Folge, in der dann nur Sachen sammeln passiert. Ja. Das lasse ich aber mal noch offen. Also, ich bin gerade falsch gelaufen. Oh, zoom doch ganz raus, bitte. Ja, ich speichere jetzt aber eh dann gleich ab. Und jo, dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Folge wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, ciao.